Was bisher geschah in Far Cry Primal. Uta, Takar, Schwadam, Guarbeti, Charda, Isila, Skaida, Nursh, Isila, Sushelheim, Bewinja, Lausha. Sush, Dugistar, Palma! Manuaish, Takar, Supima, Baya, Madi. Ja, und damit willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ja, ein klein wenig anders jetzt der Folge anfangen. Das werde ich mir mal so ein bisschen angewöhnen, das mal mitzunehmen. Und zwar diese Vorschau, immer was passiert ist, für die Leute, die sich dann vielleicht nicht mehr so dran erinnern. So einen kleinen Zusammenschnitt. Das passiert immer dann, wenn ich das Spiel neu starte und lade. Dann, ihr habt ja gerade das Hauptmenü gesehen, dann kommt, diese Zwischensequenz, also dieses Intro, was man so ein bisschen so eine kleine Zusammenfassung. Finde ich ganz nett, werde ich, glaube ich, mal nehmen, nachdem ich dann eine komplette Session aufgenommen habe. Und werde das dann einfach mal... Ja, so einbinden in der ersten Folge der neuen Session dann. Weil dann kann man nochmal so ein bisschen zurückblicken, was passiert ist. Und meine Fresse, war das ein Kampf. Das war so ein Kampf gegen diese strubbelige Alte da. Boah, habe ich abgekotzt. Ich habe mich nicht aufgeregt. Nein, habe ich nicht. Auf gar keinen Fall. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen auf die Karte. Wir müssen auf jeden Fall weitere Missionen machen und die werden nicht einfacher. Hier ist zum Beispiel auch sehr schwer. Feuerwerk, Kreischer, Bollwerk. Oh mein Gott, erobere diesen schwer bewachten Bollwerk der Lizilia und stelle den Befehlshaber. Wahrscheinlich müssen wir mal gegen den kämpfen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier diesen Bereich frei, weil der ist ja noch ziemlich rot hier alles. Dann machen wir erstmal hier einen Wegpunkt hin, reisen hier hin und machen die beiden, also einmal den Außenposten und dieses Leuchtfeuer und reise jetzt erstmal hier schnell hin, so. Und ja, da gucken wir doch mal. Ich hoffe natürlich nicht, dass es heute mal wieder an meiner Tür klingelt oder das Telefon, aber Telefon kann nicht sein, da Telefon abgeschaltet ist. Und ja, Handy auch lautlos, also beziehungsweise Flugmodus. Und ja, da habe ich so ein bisschen meine Ruhe. Jetzt schauen, wo ist der intelligente Wegpunkt, der total weiß ist. Der ist, ich schau mal, da ist er. Dann gehen wir auch schon direkt dahin. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit genommen, was Aufnehmen angeht. Weil Let's Play Live Show ist ja vor circa einer Woche ausgefallen. Weil wenn das Video rauskommt, ist glaube ich die Woche schon wieder um mittlerweile. Und ja... Ich wollte mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen auch. Das ist so ein bisschen so der Grund für die Leute, die sich fragen, warum gab's keinen Stream am WE? Ich hab mich voll gelangweilt. Du warst nicht da. Ja, Entschuldigung. Ich hatte, wie gesagt, ich habe mir einfach vorgenommen. Ich hatte es ja auch irgendwann mal gesagt gehabt, dass ich einfach mal, ja, auch mal den Stream ausfallen lassen möchte. Weil einfach, es ist, ich sag mal, es ist ja meine private Zeit, mein Hobby. Ja, und ich bin gerne, wie gesagt, ich streame gerne, pipapo, das mache ich sehr, sehr gerne, wisst ihr ja selber. Und ich habe aber auch irgendwann mal, ich hatte irgendwann auch mal gesagt gehabt, dass ich einfach mal, ja, ein bisschen mehr Zeit für mich haben möchte. So ein bisschen mehr, ja, einfach mal ein bisschen mehr Zeit für mich, so, dass ich auch mal vielleicht andere Dinge tun kann, wie zum Beispiel jetzt hier privat aufnehmen. Ist natürlich auch meine private Zeit, aber ich mache es natürlich auch gerne. Und, aber trotzdem habe ich da noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Freizeit. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich sagen, nö, toll, hast du gesagt, willst du immer streamen, selber schuld. Nein, ich hatte es einfach gesagt, weil einfach, ja, wie soll ich es ausdrücken, ohne dass es doof klingt und alles. Ich sag mal, es macht mir sehr viel Spaß, wisst ihr. Es macht mir, huch, komme ich überhaupt hoch? Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das wisst ihr auch. Und, aber ich hatte irgendwann gemerkt, so in dem letzten Jahr auch bei der Let's Play Live Show, dass einfach irgendwas ja nicht fehlt, sondern einfach, bitte was? Sondern, dass,
Ja, wie aua, Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Lass das. Das, ja, wie beschreibe ich es eigentlich am besten? Das, ja, wie gesagt, ich stream ja. So, und dann streamst du halt immer so 8 Uhr, ne? Also Viertel vor, beziehungsweise du musst ja, stream ist ja nicht, ich setze mich da 2 Minuten vor Beginn der Sendung und dann geht Stream los. Nee, ich muss ja auch alles vorbereiten, ich muss ja jetzt Stream einrichten, pipapo. Ich muss ja, wie gesagt, hier alles vorab testen, ob Sound läuft, etc. Ja, Streamverbindung, also ob die Geschwindigkeit passt, damit der Stream ja keine Pixel hat und sowas. Und da sitzt du dann schon mal so, ja, ich sag mal so eine gute Stunde schon mal vorab davor. Und ja, und dann streamst du halt deine 4 Stündchen oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr, je nachdem. Und da geht sehr viel Zeit drauf, die du dann gerne mal vielleicht mal was anderes machen möchtest, privat. Ich sag mal, vielleicht mal rausgehen oder vielleicht Freunde treffen und so. Und das soll jetzt aber auch nicht bedeuten, das soll jetzt auch nicht heißen irgendwie, dass ich jetzt sag, boah, nee, das kotzt mich alles an. Nein, um Gottes Willen, ich mach's immer gerne, wie gesagt. Nur halt, mir ist einfach aufgefallen, dass mir einfach, ja, schöne Freizeit flöten geht, die ich auch gerne mal für mich haben möchte. Und ich aber trotzdem auch gerne für euch da sein möchte. Das ist so ein bisschen, ja, dass beides gleichzeitig nicht geht, das ist mir klar. Ja, aber dann mach's doch anders. Ja, wie denn? Ich bin gerade so selbst mit mir so ein bisschen am Hadern, wie ich das Ganze unter einem Hut kriege. Und, ja, aber du wolltest doch mal das, hier, Bipapo, du willst das doch gar nicht hier, zum Beruf machen. Ja, habe ich ja auch gesagt, will ich auch nicht. Das ist mein Hobby. Ne? Und hobbymäßig kann ich doch, wenn das jetzt mein Beruf wäre, wenn ich jetzt wirklich hier, streamen müsste, ja, wegen Geld verdienen und Pipapo und hallo? Wieso komme ich denn? Achso. Ist hier oben nicht so ein Greifhaken? Weil hier ist doch so ein Vogel. Und wenn ich da, wie gesagt, wenn ich da mit Geld verdienen müsste, also meinen Unterhalt, meinen Lebensunterhalt mit verdienen müsste, dann natürlich sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Weil dann musst du es ja machen, weil sonst kommt ja keine Kohle in die Kasse. Ne? Und, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinlaufe. Die anderen sind weg, ist schon mal gut. Oh, wie praktisch. Und, ja, wie gesagt, dann musst du es ja machen. Ach, Mann, ey. Und, ja. Hä? Ach, da hinten. Helft mir mal, Jungs. Helft mir mal. Voll aus dem Bild gehauen. So, wo war ich? Was, Alter, was? Das gibt's doch nicht. Jetzt mal Ruhe hier. Was wollte ich gesagt haben? Genau, und wie gesagt, dann ist es ja Pflicht. Wie gesagt, dann muss es ja, weil es ist ja dein Job. So wie jeder andere auch, der, keine Ahnung, ich sag mal, bei Aldi, Lidl, Rewe oder so an der Kasse sitzt. Oder irgendwo im Büro sitzt oder so. Und dann muss es ja, weil wie gesagt, das ist ja deine Aufgabe, dein Job, der dir Spaß macht. Ne? Würde mir natürlich auch Spaß machen, klar, sicher, selbstverständlich. Aber ich habe ja von vornherein gesagt, ich möchte damit kein Geld verdienen. Ich will einfach nur so hobbymäßig das für mich nebenbei, weil ich daran Spaß habe. Und ich dann auch eigentlich nicht gebunden bin. Das ist ja quasi das ist ja quasi so dieser Punkt. Weil sonst wäre ich ja quasi auch so ein bisschen gebunden und kann mir meine Zeit, klar, man kann sich die Zeit einteilen, so ist es nicht. Man kann natürlich auch im Voraus produzieren und ne, das geht natürlich auch alles. Und, aber trotzdem hast du, wenn du das nur hobbymäßig machst, na toll. Bin so gut wie tot. Warum hat er denn jetzt den Greifhaken nicht genommen? Super. Und, aber trotzdem hobbymäßig hast du noch viel mehr Zeit, wo du sagen kannst, ach, weißt du was? Heute lasse ich ausfallen. Ich möchte heute mal lieben gerne essen gehen mit jemandem oder so. Ne, wenn du verstehst, was ich meine. Weil das ist einfach so ein Aspekt, so ein Punkt, der mir in der letzten Zeit oder in der letzten Live schon ein bisschen aufgefallen ist. Wie gesagt, nicht jetzt böse nehmen. Nicht jetzt erzählen, boah, was ein Arschloch, was ein Assi. Jetzt will der nicht mehr da sein und pipapo. Nein, das stimmt nicht. Wie gesagt, ich bin liebend gerne immer für euch da, so ist es nicht. Aber ich möchte auch gerne, vielleicht haben viele Verständnis dafür, vielleicht auch viele nicht. Ne? Wie gesagt,
Nur akzeptiert das bitte auch, dass ich da auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit für mich haben möchte. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, jetzt habe ich das auch mal gesagt. Jetzt habe ich auch schon viel zu lange gequatscht hier und jetzt müssen wir mal weitergehen. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig gehe. Der Wegpunkt ist auf jeden Fall unten. Müssen wir mal schauen. Nein, aber wie gesagt, das wollte ich einfach mal... Huch, hallo? Das wollte ich einfach mal raushauen. Wieso ist denn der Wegpunkt da unten? Wie... Hä? Also irgendwann müssen wir auf jeden Fall über den Berg... ich glaube, ich werde mal meinen... Ich glaube, ich werde mal meinen Bären rufen. So, warte. Damit er mal ein bisschen... Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen. Der sieht so selten aus. Vielleicht haben wir da irgendwas. Da geh. Er kann nicht erreichen. Er braucht einfach nur hier vorbeigehen, weißt du? Ist klar. Das gibt's nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Warum hilft er mir denn jetzt nicht, der Bär? Ich fasse es nicht. Nein. Na, lass das. Nein, lass das. Das gibt's doch nicht. Wieso steht denn der Bär jetzt da rum? Weißt du, was mache ich selber? Ich brauche dich nicht. Du bist so witzlos. Du bist so unnütz. Ohne Scheiß, verpiss dich. Entschuldigung. Wieso ist er denn da nicht hingegangen? Ich verstehe es nicht. Dein Tier kann den Ort nicht erreichen. Schön. Ich erreiche gleich auch mal den Ort. Wenn ich dann mal schaffe... Ja, toll. Warum bin ich eigentlich hier raufgeklettert, wenn ich eh wieder runter muss? Naja. Ach, da ist ja schon das Dorf. Gut. Dann würde ich sagen, ich stelle nochmal so eine Keule her. Nochmal einen Bogen. Schick mal mein Bärchen weg. Mein Bär, der ist ja sowieso gerade irgendwie nicht bei der Sache. Nenne ich das einfach mal so. So. Ja, mir ist aufgefallen, in den letzten Folgen auch wieder ein bisschen Soundprobleme im Mikrofon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich, vermute ich mal, an die Platte, die ich habe, die Festplatte. Dass die vielleicht nicht so schnell hinterherkommt mit dem Schreiben, wenn ich hier aufnehme. Ich weiß gar nicht, gehe ich hier überhaupt richtig? Ist das überhaupt so eine gute Idee, hier so runterzugehen? Und ich werde so sterben. Ich werde so sterben, weil ich hier genau am Mount Everest wie immer gespawnt bin. Oh, guck mal. Schöne Matschtextur. Das gibt's nicht. Und ich komme ja auch nicht mehr anders weg, ne? Habe ich mir, glaube ich, selbst ein Ei gelegt. Wenn jetzt Wasser wäre, wäre das... Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott. Wir werden so sterben. Ich werde hier... Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein! Was habe ich getan? Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie einen Punkt finden, wo ich runterrutschen kann, ohne zu sterben. Da sieht es ganz gut aus. Da komme ich schon mal ein bisschen mehr runter. Wenn ich da... Oh, wenn ich da dorthin komme... Okay. Ist nicht Sinn und Zweck des Spiels, glaube ich, dass man hier lang geht. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich muss ja irgendwie runter. Hab natürlich ein Eigentor geschossen, weil ich nicht mehr zurückkomme. Oh, ob das hier so gut ist? Ich probiere es mal. Warte mal. Das wird mein Todesurteil sein. Hundertprozentig. Das wird mein Todesurteil. Hua, hua, Alter. Boah. Wenn das mal so einfach gehen würde in der Realität. Einfach runterrutschen. So, hier aber. Hier geht's. So. Aber wir haben einen guten Punkt hier oben eigentlich, um das Lager auszuradieren. Es wird, glaube ich, auch nach, ne? Shit. Alter, wir müssen immer noch weiter runter. Wie tief ist denn das noch? Das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, jetzt bin ich schon unten oder so, aber von wegen. Da könnte man eventuell... Ich gehe mal... Ja, ich gehe mal gar nicht, weil ich glaube, ich komme gar nicht mehr zurück. Kann das sein? Doch, und es ist dunkel. Da ist ein bisschen Holz, das nehmen wir noch mit. Schon einmal hier sind. So. Hör auf damit. Lass das. Oh Gott. Oh Gott. Das ist keine gute Idee. Das war überhaupt keine gute Idee. Das, wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Lass das.
Ja, und hier ist dann auch Ende. Denn nur, nein, was, nein, nur. Sowas von knapp gewesen. Oh, Wölfe, oh, oh. Ich bleib mal hier in der Gedukthaltung, vielleicht sehen die uns ja nicht. Mann, ich will doch nur dieses dämliche Dorf ausrotten. Ah, das wäre Gegenstand bereits voll. Nö, es ist natürlich nichts Neues, das kennen wir ja irgendwie, ne? So. Holz nehmen wir mit, brauchen wir ja für Pfeile. Okay, die kämpfen da, schon mal gut. Problem ist nur, wenn ich jetzt hier die Eule rufe, um das Dorf mir anzugucken, kann ich... Hat er uns schon bemerkt? Nein, Gott sei Dank. Oh, da ist noch ein... Oh, ein Säbelzahntiger. Oh nein. Was für leuchtende Augen die haben in der Nacht. So fies. Ich würde gerne einen sicheren Punkt haben, wo ich mich ein bisschen verstecken kann und gleichzeitig auch Ruhe habe. Komme ich hier irgendwie runter ohne den Bo... Nein, komme ich nicht. Okay, ich gehe. Ich nehme den Greifhaken und kletter einfach nach unten. In der Hoffnung. Und hier sind überall Bären. Oder? Nee. Jacks sind's, glaube ich. Ich bleib mal hier im Busch. Mal gucken. Und ruf mal die Eule. Das war keine gute Idee, den Stein zu werfen. Frage ist jetzt natürlich, wo sind hier die Gegner? Was? Oh, Alter, lass das! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Alter. Lass das. Lass mich. Ciao. Das gibt's doch nicht. Will er mich verarschen? Lass... Nein, lass das. Lass das. Das gibt's doch nicht. Ich mach dich alle! Du Drecksau! Ja, komm her! Die greifen ja auch noch in der Masse an, ey, die Schweine. Seltenes Wolfsfell, das ist schon mal sehr gut. Können wir ja vielleicht für irgendwas gebrauchen. Ja, hau bloß ab!